Gott, der spricht zum Herrn voll Zuversicht, du meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr und Gott, dem ich will trauen in der Not. Brot vom Himmel hast du uns gegeben. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, in diesem wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Wir bitten dich, lass uns die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so verehren und anbeten, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Herr aller Welt, du hast alle Dinge geschaffen und den Menschen geboten, die Mühen der Arbeit auf sich zu nehmen. Lass alles, was wir beginnen, dem Wohl unserer Mitmenschen und dem Wachstum des Reiches Christi dienen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder, dies schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wir haben ihm gegenüber die Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er bei uns bei allem hört, was wir erbitten, dann wissen wir auch, dass er unsere Bitten schon erfüllt hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahren stellt. Kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten seine
Lass deine Güte über uns walten, o Herr, denn wir schauen aus nach dir. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ermutigt uns zu bitten. Das Bitten steht uns ja am meisten an. Wenn wir beten, dann tun wir es entweder, weil wir etwas erbitten wollen oder weil wir Gott für etwas danken wollen oder ob wir ihn einfach anbeten und loben wollen. Das Erste ist wohl das Bitten. Wenn ein Mensch zur Welt kommt, dann schreit er, und das ist eine Bitte. Er bittet um Nahrung, er bittet um Aufnahme, er bittet ganz einfach um Geborgenheit. Das Erste ist das Bitten. Wenn man erhalten hat, um was wir gebetet haben, dann steht es uns an, zu danken. Es gibt so vieles zu bedanken, denn letztlich haben wir alles von anderen. Wir haben uns nicht selbst erschaffen und nicht selbst geboren. Wir haben uns nicht selbst erzogen, zumindest nicht in den ersten Jahren, sondern wir haben von den anderen, von Eltern und anderen Menschen empfangen. Und dafür wollen wir auch dankbar sein. Und weil wir im Leben noch nicht alles haben und immer wieder neue Dinge brauchen, jede Zeit, ja jeder Tag hat neue Bedürfnisse und die können wir uns nicht alle selber erfüllen. Wir müssen bitten und wir dürfen dann danken, wenn wir was erhalten haben. Dankbarkeit steht uns auch sehr, sehr an. Denn, wie gesagt, wir haben ja so viel
von den anderen. Und wir sollten den anderen auch zurückgeben, was uns möglich ist. Es ist ein Geben und Nehmen zwischen uns Menschen. Es ist aber auch ein Geben und Nehmen zwischen Gott und uns. Er gibt uns. Er gibt uns das Dasein. Er gibt uns das Leben und das Fortkommen. Er gibt uns seine Liebe, sein Erbarmen. Er gibt uns letztendlich über dieses Leben hinaus das ewige Leben. Das wollen wir bedanken. Und dafür wollen wir ihn auch loben, ehren, anbeten. Wir tun es, wenn wir vor ihm da sind, wie vorhin, wo er im Brot des Lebens bei uns ist. Wir werden es einmal im Himmel tun, in vollkommener Weise. Wir werden loben und anbeten, das ist das Ziel und das ist das Höchste, was wir tun können. Solange wir auf dieser Welt sind, müssen wir bitten, müssen danken, aber auch loben, obwohl dieses Loben und Anbeten noch recht anfanghaft ist. Es wird mehr und mehr zur Vollendung kommen, je näher wir Gott kommen, schon in diesem Leben. Glaubend, hoffend und liebend kommen wir ihm näher und wir werden es ganz können, wenn wir ganz in seiner Nähe sind, im Himmel. Wir sollten auf das Himmlische schauen, mehr als auf das Irdische, mahnt uns die Heilige Schrift. Und es ist gut so, wenn wir nicht nur von den Sorgen des Alltags beschäftigt sind, sondern wenn wir auch den Blick nach oben immer beibehalten. Das macht uns frei, viel freier. Denn die Sorgen, wenn wir sie zu sehr ernst nehmen, die Sorgen des Alltags, die nehmen uns ja gefangen. Im Blick nach oben werden wir frei. Und immer freier, je mehr wir den Blick nach oben richten. Und es ist so gut, wenn wir uns darin üben. In diesen drei Bittagen haben wir es in besonderer Weise getan. Wir haben den Blick nach oben gerichtet. Wir sind gegangen durch die Felder und Wiesen und haben dabei gebeten, gedankt und den Blick auch nach oben gerichtet. Nicht nur, ob das Wetter gut ist, sondern ob der da oben, der Ewige, gut ist zu uns. Und seine Güte wollen wir immer wieder loben und bedanken, aber auch darum bitten. Morgen haben wir ein wunderschönes Fest, das Fest Christi Himmelfahrt. Jesus, der Sohn Gottes, der vom Vater gekommen ist und Mensch geworden ist, der unser Bruder geworden ist, der alles auf sich genommen hat, was unser Menschsein ausmacht. Ja, auch die Sünde, obwohl er selbst nicht gesündigt hat, aber unsere Sünden hat er auf sich genommen, hinauf zum Kreuz und hat in seinem Tod gebüßt, was wir angestellt haben und in seiner Auferstehung uns den Weg freigemacht zum Vater.
Ein wunderbares Fest, das wir morgen feiern, weil da der Himmel offen ist, weil wir da mehr den Blick nach oben halten können, den Blick dorthin, wo unsere eigentliche Heimat ist. Dorthin führt er uns, unser Erlöser Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Bittend wollen wir auch in den Fürbitten vor ihm stehen. Für die Kirche, dass sie die Menschen auf dein Wirken in der Welt aufmerksam macht, lass uns rufen zu dir kommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Völker der Erde, dass alle Menschen das tägliche Brot erhalten, lass uns rufen zu dir kommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Hungernden, dass die Bereitschaft zur selbstlosen Hilfe zunimmt, lass uns rufen zu dir kommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gemeinde, dass wir in der Sorge um die irdischen Güter die himmlischen nicht verlieren. Lass uns rufen zu dir kommen. Wir bitten dich, erhöre uns. Auch die Anliegen der Heiligen Messe nehmen wir in die Fürbitten hinein. Häuselfamilie um Gedeihen der Feldfrüchte, Haneda und Hagner um Gedeihen der Feldfrüchte. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, wir wissen, dass wir bitten dürfen. Du hast uns selbst dazu ermutigt und du hast uns versprochen, wenn wir in deinem Namen bitten, dass wir für unsere Bitten auch Gehör beim Vater erlangen. Amen. Denn dies hat Gott uns zugesagt, wer an mich glaubt, sei unverzagt, weil jeder meinen Schutz erfährt und betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen. Du gibst dem irdischen Leben Nahrung und dem Leben der Gnade Wachstum. Lass uns daraus immer neue Kraft schöpfen für Seele und Leib. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, o gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen,
von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du bist die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du bist die Sünde der Welt. Lamm Gottes, du bist die Sünde Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
uns zum Himmel zu erheben. Stiegst du, Herr, zum Staub herab, gabst dir uns dein teures Leben, sangst für unser Heil ins Grab. Heilig, unaussprechlich heilig, bist du unser Herr. Ach, kein Mensch, der Engel keiner, kann dir gleich an Liebe sein. Ewig soll mein Herz sich deiner, o ewige Liebe freuen. Herr und Gott, heilig, unaussprechlich heilig, bist du unser Herr und Gott. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns zum heiligen Mahl geladen, das Einheit und Liebe bewirkt. Hilf uns durch das Werk unserer Hände und die Arbeit unseres Geistes, das irdische Leben zu sichern und voll Zuversicht am Aufbau deines Reiches mitzuwirken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke für das Gebet, dass wir heute im Besonderen um Segen für die Arbeit, wo immer sie geleistet wird, ob in der Küche oder in der Schreibstube oder auf dem Feld oder in der Fabrik oder sonst irgendwo, dass der Segen Gottes da sei und die Arbeit gelingen möge. Und das haben wir gebeten. Und das möge uns Gott auch schenken, er, der gute und barmherzige Gott. Und mit seinem Segen möge er alles begleiten. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter, erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Amen. Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Amen. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchet, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht in Dankbarkeit, in Frieden. Amen.